Also ich zwinge nicht die Menschen, sondern ich zwinge in dem Fall ja die Autofahrer. Und die Autofahrer unterscheiden sich ja von den Menschen grundlegend. Das heißt, der Mensch kommt mit den Füßen auf den Boden, der Autofahrer nicht. Der Autofahrer kommt mit Rädern auf den Boden. Und zwischen dem, was in seinem Hirn sich abspielt, und dem Boden liegen mehrere hundert PS. Und das entfernt den Autofahrer vollkommen von der Realität der Menschen, das heißt von der Kultur der Menschen, vom Wertesystem der Menschen, und das Auto beherrscht sozusagen sein Denken, Fühlen und Handeln. Die optimale Verkehrsversorgung am Land ist einmal Eigenversorgung, weil das Land ist ja das Reich, wesentlich reicher an Ressourcen, Naturressourcen als die Stadt. Das heißt, das Land kann viel mehr aus sich machen, hat es früher auch gemacht. Die Städte sind ja abhängig vom Land, das ist dem Land aber leider nicht bewusst. Ganz im Gegenteil, das Land flieht zum Teil in die Stadt und entleert das Land. Hier ist der Fehler der Verkehrspolitik passiert. Das heißt, wir haben fundamentale Fehler in der Raumplanung, wir haben fundamentale Fehler in der Gesetzgebung. Und wir haben natürlich daraus resultierend fundamentale falsche Strukturen. Das heißt, der Kernfehler ist die Unterbringung des Autos unmittelbar bei menschlichen Aktivitäten. Das Auto verbraucht sehr viel Platz und unterdrückt alle anderen Formen der Mobilität und damit die Beziehungen in den Ortschaften. Das heißt, in Wirklichkeit wollte man wieder das Land stabilisieren, muss man das Auto aus den Dörfern nehmen. Und dann hört sich auch die wilde Besiedlung auf. Das heißt, die ganze Zersiedlung und damit der Zwang, Auto fahren zu müssen und damit die Falle in die Fänge der Shoppingcenters zu geraten und der Konzernabhängigkeiten hängt mit dem Auto unmittelbar zusammen. Solange es nicht gelingt, dieses Verkehrssystem grundlegend zu ändern, was ja in den Städten in der Zwischenzeit stattfindet, Sie haben ja gesagt, diese Geschichte mit den Fußgängerzonen in den großen Städten sind ja nichts anderes wie ein Fortschritt, nämlich zu Fuß wieder die Stadt zu beleben. Das heißt, eine Ortschaft ist erkennbar daran, wie viele Menschen sich dort freiwillig im öffentlichen Raum aufhalten. Der Fußgänger in den Ortschaften, in den Städten, ist ungefähr das gleiche wie das Blut im lebendigen Organismus. Das heißt, so wie ein Arzt zunächst einmal einen Kranken, wenn er den anschaut, einmal schaut, wie sein Blutdruck ist und ob der Puls funktioniert, schaue ich mir die Ortschaften an oder die Städte an, die ich zu beplanen habe, um festzustellen, ob die überhaupt noch am Leben sind. Und es waren ja viele Städte, die ich bearbeitet habe und wo mir die Politik und auch die Verwaltung gefolgt ist, eigentlich tot damals, als ich sie sozusagen als Patienten bekommen habe. Die sind heute voll pulsierenden Lebens, weil wir das Auto herausgebracht haben. Das Gleiche muss man auch am Land machen, ist natürlich enorm schwer, weil die Gesetze dagegen sind. Auch das Geld rinnt in die andere Richtung. Das heißt, man müsste die Geldströme dorthin lenken, wo sie zur Stabilisierung der wirtschaftlichen und sozialen Strukturen beitragen, also in die Ortschaften anstatt in die Verkehrsanlagen für schnelle Geschwindigkeiten. Das heißt, wir müssen die Ortschaften und die Städte autofrei machen, das Auto am Rand abstellen, nicht einen Krieg gegen das Auto führen, sondern eine neue Organisation einführen. Und auf dem Weg dazu eignen sich zum Beispiel Städte wie Wien natürlich besonders gut, weil die haben einen guten öffentlichen Verkehr. Und deshalb war eines der Prinzipien, das wir in den 70er Jahren bereits entwickelt haben und das dann in der Praxis umgesetzt wurde, wie Sie es wahrscheinlich kennen, der sogenannte Stau. Das heißt, die Straßenbahn, die ja früher überall von Autos befahren wurde, hat nun eigene Gleiskörper, die sind getrennt vom Autoverkehr, also hat man im Auto eine Spur mindestens weggenommen und bei den Haltestellen die Gehsteige vorgezogen. Dadurch entstand sozusagen typischer Stau, weil der Autofahrer muss warten, bis die Straßenbahn einfährt und darf erst nach der Straßenbahn am Gleis die Haltestelle passieren. Das habe ich gemeint mit damit bewusst Stau erzeugen, wenn Alternativen existieren. Wenn keine Alternativen existieren, ist das nicht sinnvoll, dann ist das Menschenquälerei. Das heißt, man muss Systeme so auflösen, dass die Menschen von selber draufkommen, was für sie das Richtige ist und was auch für das System das Richtige ist. Also in Wien, wissen wir, nimmt seit 2002 der Autobesitz, also der Motorisierungsgrad, ab, obwohl Wien einen sehr niedrigen Motorisierungsgrad hat. Und seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts nimmt auch die Autobenutzung ab. Das hat sich dadurch ergeben, dass wir Veränderungen im Parkraum eingeführt haben, aber auch Veränderungen im öffentlichen Verkehr und vor allem auch Radwege sind erweitert worden und gebaut worden und die Fußgängerzonen sind weiter gewachsen.
Na, der Mensch liebt sicher das Auto mehr als die anderen Menschen, sogar viel mehr als die Kinder. Würde der Mensch die Kinder lieben, und zwar mehr lieben als das Auto, würde er nicht die Welt zulassen, die die Mobilität der Kinder total einschränkt. Das heißt, die Fahrbahnen sind ja Todeszonen, potenzielle Todeszonen für die Kinder. Das heißt, die Eltern müssten ja eigentlich dafür sorgen, dass sie den Lebensraum ihrer Kinder verteidigen, indem sie ihr eigenes Auto und die anderen Autos nicht dort abstellen, beziehungsweise dort fahren lassen, wo die Kinder sich eigentlich bewegen, frei bewegen können sollten. Eine ganz wichtige Geschichte. Das heißt, das hat sich umgedreht, ist aber für mich logisch erklärbar, weil das Auto sich bei uns im Stammhirn festsetzt. Das heißt, sitzt es einmal im Stammhirn, dann beherrscht es unser Denken, unser Fühlen, unsere Kultur, unsere Wünsche und diktiert sozusagen von innen heraus das, was es gerne hätte. Das heißt, wir bauen dann eine Welt für Autos, weil sie aus dem Kopf herauskommt. So wie alles, was wir bauen, aus dem Kopf kommt. Und wenn das Auto im Kopf sitzt, kommt eben eine Autowelt aus dem Kopf heraus. Und die Menschen lassen sich das gefallen. Die Gemütlichkeit ist schon eine sehr komplexe Geschichte. Es ist viel einfacher. Es ist der Körperenergiehaushalt, der das steuert. Wenn ich im Auto sitze, verbrauche ich weniger als die Hälfte der Körperenergie eines langsamen Fußgängers, kann mich aber wesentlich schneller bewegen, habe eine Menge von Privilegien, die ich sonst als Fußgänger niemals hätte. Ich muss nicht kultiviert Rücksicht auf andere nehmen, weil im Autoverkehr brauche ich nur die Straßenverkehrsordnung zu beachten. Das heißt, ich muss die allgemeinen Menschenrechte, du sollst keine Leute töten, du sollst keine Leute verletzen, du sollst die Würde der anderen Menschen respektieren und so weiter. Die werden alle verletzt, wenn ich als Autofahrer unterwegs bin, beziehungsweise die Menschen lassen sich das gefallen. Das heißt, wir haben ein Rechtssystem, das um das Auto herum Privilegien geschaffen hat, die den meisten überhaupt nicht bewusst sind. Das ist richtig. Der Mensch bewegt sich ja bekanntlich mit eigener Energie, ist Elektromobilität, ist autonomes Gehen, während der Autofahrer sich ja mit einer Fremdenergie bewegt, allerdings interaktiv mit der Kraft des Motors verbunden wird und sich damit identifiziert. Weil das Auto macht ja das, was er normalerweise sonst über seine Steuerinstrumente im Hirn mit seinen Beinen macht, macht er zum Teil auch seinen Beinen, nur der Unterschied zum Primaten, der seinerzeit im Geäst gesessen ist, der Baum bewegt sich und zwar mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Also die Parkgebühr ist eine Maßnahme, um zu dem Ziel, das ich vorher genannt habe, zu kommen, nämlich autofreie Ortschaften und autofreie Städte. Die Parkgebühr muss im Wesentlichen dem Marktpreis der Bodenfläche entsprechen, die ich zum Auto abstellen und zum Heraus- und Hineinfahren brauche. Das sind ungefähr 20 Quadratmeter pro PKW. Und das hängt jetzt von den Grundpreisen ab, beziehungsweise von dem, was man sonst machen kann. Wenn ich ein mehrgeschossiges Gebäude dort habe in der Gegend, im städtischen Gebiet, wo ich 4, 5, 6 Geschosse habe, wenn ich dort die Mieten zusammenrechne, beziehungsweise die Erdgeschosszone, die ja meistens teurer vermietet wird, kommt man bei 20 Quadratmeter pro Quadratmeter Stadtfläche durchaus auf 300 bis 800 Euro pro Monat. Das ist der echte Marktpreis, das ist das Geschenk, das wir den Autofahrern machen, die ihre Autos auf der Fahrbahn abstellen. Es müsste aber auch derjenige, der das Auto auf eigenem Grund abstellt, natürlich die Fläche, die er dann später beim Fahren, beim Hinausfahren und auch später beim Fahren benutzt, genauso wie sie auch die Wohnung benutzen, entsprechend bezahlen. Das heißt, es müsste auch die entsprechende Abgabe für die Benutzung, für die besonders Benutzung von großen Flächen, bis das Auto macht, eingeführt werden. Das heißt, der Fußgänger und der Radfahrer müssten eigentlich dafür bezahlt werden, was ja auch kluge Ökonomen ausgerechnet haben. Auch der Benutzer des öffentlichen Verkehrs müsste eigentlich ziemlich neutral behandelt werden und die Autofahrer müssten für die echten Kosten aufkommen. Allein für die Kosten, die sie bei uns im Sozialsystem über die Verkehrsunfälle auslösen. Also Bewusstsein ist meiner Ansicht nach eine wesentliche Frage der Information. Wir haben heute sehr wenig Möglichkeiten, offene Informationskanäle zu haben. Das ist sicher eines der großen Probleme. Das Zweite ist natürlich aus meiner eigenen Erfahrung, es gehören immer drei Dinge dazu, wenn Sie etwas in der Praxis umsetzen wollen, nämlich die Verantwortung derjenigen, die das zu tun haben. Das sind einmal die Experten, dann die Verwaltung und dann die Politik.
Das heißt, wenn Sie 100% Erfolg haben wollen, dann müssen Sie einen erstklassigen Experten, eine erstklassige Verwaltung und einen erstklassigen Politiker oder Politikerin haben. Und jetzt können Sie sich ausrechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass da keine Null drinnen ist oder nicht jemand drinnen ist, der Angst hat. Also wer Angst hat, ist schon gestorben, wäre die Kurzfassung dessen, was der Heini Staudinger immer sagt. Das heißt, Sie brauchen mutige Leute, Sie brauchen Leute mit Verantwortung, mit Weitblick und Sie brauchen Leute mit Überzeugung, die in der Lage sind, ihre Ideen auch der Bevölkerung nahezubringen. Weil ich glaube, im Herzen wollen die meisten Leute ein Leben haben ohne Lärm, in einer ruhigen Umgebung, wo sie ihre Nachbarn kennen, wo sie die Kinder frei bewegen können. Alle reden ja immer häufiger von ihrer Jugend, die sie noch, besonders die Älteren, die sie noch in freier Mobilität sozusagen genossen haben. Aber da, diese Wünsche sollten zur Realität gemacht werden. Das heißt, nicht ausweichen über technologische Zukunftsvisionen, sondern beim eigenen Bewusstsein, bei der eigenen Wahrnehmung, kritisch auf das schauen, was tatsächlich passiert und dann entsprechend zu handeln. Die Frage ist dadurch zu beantworten, dass man fragt, wer ist die Wirtschaft? Wenn Sie Konzernwirtschaft meinen, dann handelt es sich um eine Wirtschaft, die entsprechend den Konzernprinzipien, die haben ihre Regeln, nicht auf Langfristigkeit angelegt ist, sondern auf raschen Gewinn und endloses Wachstum. Und wir wissen, dass sowohl rascher Gewinn nur möglich ist, wenn man andere beraubt und endloses Wachstum in einer begrenzten Welt nicht möglich ist. Das heißt, wenn ich unter Wirtschaft, echte Wirtschaft meine, dann ist das eine Wirtschaft, die die Natur schont, die die Sozialsysteme nicht zerstört, die das Kapital dort zirkulieren lässt, wo es geschaffen wird und nicht sofort das Kapital in irgendwelche internationalen Casinos, in Spekulationsgeschichten entführt. Das heißt, alle kleinen Strukturen, eben sind so zu behandeln, wie der Mensch auch in seiner Dimension ist. Klein, aber intelligent, wenn er dazu gezwungen wird. Eine Wirtschaft für den Menschen muss ein Verkehrssystem für den Menschen haben. Und das Verkehrssystem für den Menschen basiert auf dem Fußgänger. Da können wir sagen, was wir wollen. Das heißt, es kann ergänzt werden durch den Radverkehr und es muss ergänzt werden in den Städten durch den öffentlichen Verkehr. Das Auto hat in dieser neuen Wirtschaft nur den Platz als Transportmittel, als Bewegungsprothese für jene, die es brauchen und für den Zu- und Ablieferverkehr. Alles andere, was das Auto betrifft, muss außerhalb der menschlichen Siedlungsräume stattfinden. Dann blüht die Wirtschaft in den Siedlungsräumen, also Dörfern und den Städten wieder auf.